Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Mage. Ich wünsche euch, sofern ihr denn die Folge aktuell schaut, einen wunderschönen Samstag, ein wunderschönes Wochenende. Wir starten jetzt mit gleich zwei sehr, sehr geilen, sehr, sehr genialen Dingen in die heutige Folge Mage. Wir haben ja letztes Mal den Ember Bohrer aufgestellt und dafür gesorgt, dass wir ein bisschen kristallines Ember farmen konnten. Und heute werden wir zwei Dinge tun. Ich habe ja gesagt, ich will meine Baumaterialien automatisieren. Ich will überhaupt irgendwas automatisieren. Es muss doch wohl möglich sein, dass man ein bisschen was... Oh, Stück Brot dabei. Dass man ein bisschen was automatisch macht. Auch wenn es hier Magie ist. Man muss sich ja nicht vorschreiben lassen, dass man Magie automatisiert. Was hat der denn hier für einen Hammer? Ist ja Jack. Gut. Wir wollen automatisieren. Was wollen wir automatisieren? Baumaterialien, soweit, so gut. Wir brauchen ein sogenanntes Vacuum. Und das Vacuum bekommen wir mit diesen LED-Barren. Und ich bin ziemlich froh, dass sich da nichts vermischt hat. Da habe ich nämlich gar nicht drüber nachgedacht, dass das ja eine Möglichkeit gewesen wäre. Was wir jetzt mal machen werden, ist einmal nach Nordosten. Wenn das hier Norden ist, ne? Dann hätten wir letztes Mal nach Süden gemusst, um besseres Ember zu kriegen. Okay, wahrscheinlich stand es gestern zuhauf in den Kommentaren. Wir nehmen Essen, wir nehmen die Sling und gehen mal nach Nordosten. Da habe ich nämlich beim Peter in der Folge was Wunderbares gesehen, was wir uns snacken werden, solange die Schmiede da brät, beziehungsweise um das zu beschleunigen, dass die Schmiede da brät. Hier war irgendwo ein Dorf. Denn ich will jetzt nicht das ganze Eisen der Stadt verschwenden, um da zig Hopper zu bauen. Er hatte hier eine Stadt gefunden oder ein Dorf gefunden, in dem Öfen waren, an denen Hopper waren. Und das war nicht weit weg. Deswegen würde ich ganz gerne dieses Dorf wiederfinden und mir diese Hopper klauen. Denn Hopper sind automatisch und automatisch ist gut. Aber so recht wiederfinden, vielleicht muss ich mehr Richtung Osten. Aber wenn wir das jetzt nicht gleich finden, dann brechen wir auch ab und gehen wieder Richtung Stadt. Dann muss ich nämlich einfach in Peters Folge nochmal gucken. Muss man gerade das Mikrofon ein bisschen richten. Ich hoffe, ich war jetzt nicht am Anfang der Folge viel zu leise. Das ist irgendwie so ein bisschen beiseite gerutscht. Okay, da ist ein Battle Tower. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich mir vorgestellt habe. Und hier, das sieht aus, als wenn hier gleich Darklands losgehen würden. Swampland. Und das da hinten ist doch eindeutig Darkland. Darklands. Ja, nee, dann brechen wir das Ganze ab, gehen wieder, gehen wieder zurück und kümmern uns klassischerweise um das, was wir eigentlich geplant hatten. So, ich bin schon mal so froh, dass wir uns Sling und Boots gemacht haben, um hier so ein bisschen schneller reisen zu können. Und da ist das Dorf, was ich meinte. Perfekt. Als wenn alles so geplant gewesen wäre. So, jetzt müssen wir das Haus wiederfinden, wo die ganzen Öfen drin waren. Das war ein relativ großes Haus. Was, die Mühle? Weiß ich nicht. Okay. Scheiße. Okay, das war ein Drache. Drache ist natürlich schlecht, aber auch gut, weil ich meine, Drachen sind interessant. Jetzt weiß ich nur nicht, ob wir den auf die Schnelle irgendwie besiegt kriegen. Hier ist schon mal Protection Boots, das. Können wir alles mitnehmen, ausrüsten. Ja, wenig gut, wenig geil. Können wir hier zufällig... Ist hier irgendeine Mod drauf, die uns erlaubt? Nein. Das wäre natürlich charmant gewesen, wenn wir uns noch eine Obsidian-Rüstung hätten bauen können.
Zwei Pfeile sind ein bisschen wenig, 9 davon. Aber ich glaube, wir haben auch nicht wirklich Federn. Das ist natürlich nicht so geil. Ich werde mal irgendwie versuchen, glaube ich, mich ranzupirschen. Und wenigstens den Grabstein wieder zu holen. Aber Slimesling und Slime Boots sollten wir trotzdem machen können. Nichtsdestotrotz, aber noch Slime Boots, den habe ich doch gesehen. So, wir machen auf jeden Fall Slime Equipment. So, Boots und Sling. Das war jetzt ärgerlich, weil ich habe den Drachen überhaupt nicht kommen sehen, überhaupt nicht erwartet. Und das ist dann schon ein bisschen kacke. Lassen wir die Boots da. Klüger wäre vielleicht, wenn wir uns noch irgendwie was anderes in Sachen. So, waren da noch Pfeile? Da waren noch Pfeile. 6 Pfeile werden jetzt nicht die Welt ausrichten gegen den Drachen. Hier sind noch welche. Ribbone, alles Käse. Vielleicht machen wir uns doch noch mal zumindest eine Chestplate. So, und dann geht's noch mal Richtung Nordosten. Das ist dort. Okay, diesmal ein bisschen vorsichtiger, ein bisschen gucken, dass wir sehen, ob und wo da ein Drache ist. Weil die Items, die ich dabei hatte, ich weiß es jetzt gerade gar nicht genau aus dem Kopf, was ich dabei hatte. Aber ich hätte sie halt schon gerne wieder. Vielleicht sollten wir erst schlafen gehen. Oder sollten hier im Dorf schlafen gehen. Das Doofe ist, der Drache zerlegt natürlich das ganze Dorf jetzt wie ein Bescheuerter. Hier ist das Haus mit den 9 Öfen, aber nicht mit den Hopperöfen. Das waren die Öfen, weswegen ich hier war. Ich wollte eigentlich nur diese 3 Hopper mitnehmen. Einfach nur der Stadt was Gutes tun. Aber nein. Okay, ja, tut mir leid, Leute. Sieht jetzt nicht so gut aus hier, euer Dorf. Wo ist der denn, der Drache? Der ist einfach hergeflogen, alles platt gemacht und wieder abgehauen, oder wie? Okay. Stone weg, das weg. Die werden wir auf jeden Fall behalten, den Dirt weg. Okay, der Rest ist Müll. Dann zusehen, dass wir Land gewinnen. Uff. Und dann müssen wir uns schon so ein bisschen auf Playtime achten. Da muss ich mal die nächste Folge so ein bisschen nachrechnen, damit wir nicht die Playtime-Beschränkung irgendwie überstrapazieren, weil die Mod zurzeit so ein bisschen Serverprobleme verursacht und deshalb nicht aktiv ist. Die war quasi noch so ein bisschen in der Beta, als sie hier draufgekommen ist. Also diese Server Playtime Mod, die das Ganze reglementieren soll eigentlich. So, wir nehmen das Ingot raus, lassen neues gießen, gehen schlafen. So, da fühle ich mich um einiges wohler. Vielleicht machen wir das doch mal so. Hier Asche hin. Zack, zack. Und na, den habe ich jetzt nicht richtig platziert, oder? Da dran. Asche, Asche. Dahin. Und wenn wir jetzt noch irgendwo eine Chest finden oder genug Holz, um eine Chest zu bauen, sollten wir hier finden. Verzeihung, apropos Chest. Können natürlich auch mal unsere Chestplate hier ablegen. Das
Ganze ein bisschen als Notfallinventar behandeln. Nehmen uns mal das kleine Bäumchen hier. Und gleich darauf achten, dass wir auch nachpflanzen, wenn wir hier wieder vorbeikommen. Vielleicht nehmen wir auch die schnelleren Sapling. Gleich auf jeden Fall dran denken. So, hier Blueberries. Geh weg. Tschüss. So, wo waren wir stehen geblieben? Das Kamel hatten wir hier schon mal irgendwo. Was wollten wir denn machen? Eine Kiste wollte ich jetzt einmal machen für die Schmiede. Und dann wollten wir weitermachen mit automatischen Ingots. Beziehungsweise mit automatischen Baumaterialien. So. Automatische Baumaterialien. Da waren wir vor ungefähr einer Dreiviertelstunde stehen geblieben. Vacuum. Es fehlt ein Lead Ingot. Das wird jetzt hier drin sein. Ja. Vacuum. Wir haben das Vacuum. Und sollten damit in der Lage sein, eine Art automatische Farm zu bauen. Ich gucke da nochmal genauer nach. Da brauchen wir noch irgendwo einen Eimer am besten. Eimer hatte ich hier en masse. Und dann bauen wir das vielleicht schon mal drüben auf, wo ich dann auch hinziehen möchte. Ich hatte noch was anderes vorbereitet, das war dieser hier. Können wir vielleicht hier auch das mal gerade reinlegen. Dann, warum laufe ich eigentlich so umständlich hier? Da, so geht das. Ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt werden wir als erstes mal hier ein bisschen mal ausheben. Habe ich eine Schaufel dabei? Nee. So, wenn jetzt hier schon mal Wasser hinkommt. Und dann würde ich hier sagen, zack, zack, zack. Lava. Wir hatten irgendwo hier Lava. Das war ganz in der Nähe. Das ist irgendwie so schräg links von mir. Also aufpassen, dass jetzt nicht da reinjumpen. Da hat sich schon mal jemand bedient. Noch eben zumachen, dass man auch sieht, wo jetzt Lava fehlt und wo man schöpfen kann. Wenn ich jetzt hier Lava reingieße, sollte sich über kurz oder lang hier Cobblestone ergeben. Beziehungsweise Stone. Und diesen Stone müsste ich jetzt brechen können, wenn ich hier zack diese wunderbare Maschine auch noch in die richtige Orientierung setze. Das ist nämlich ja ein automatischer Blockbreaker, der funktioniert komplett irgendwie ohne irgendwelches Zutun. Das heißt, der braucht noch nicht mal Amber, mit dem wir gleich anfangen wollen, sondern der baut einfach ab. Genau, ich zeige euch das. Zeige ich euch das so? Nee, das wird ein bisschen nervig. Ich werde erstmal das Vacuum hier hinsetzen. Dafür setze ich einmal die Item Pipe nach da. Das Item Vacuum nach hier hin. Der
Tut mir nichts, der Breaker, glücklicherweise. Also ich kann hier reingehen. Setze das nach hier hin. Setze hier das wieder drauf und kann da oben das da rein tun. Und dann hört ihr schon, dass nach und nach Stein gebaut wird. Und irgendwie müsste das eigentlich abgeführt werden. Vielleicht muss ich einen Extractor bauen. Ich glaube, ich muss das aus dem Item-Vacuum mit dem Extractor rausholen. Das machen wir mal noch eben. Einen Item-Extractor. Einen Extractor, Item-Extractor. Wir brauchen dafür Pipes, dafür brauchen wir Leadplate. Wir brauchen also wieder unsere Platecast. Haben wir nicht da reingelegt. Platecast, Platecast, da ist es. Wir hatten ja glücklicherweise hier gerade einiges an Blei drin. Da gießen wir dann auch mal ordentlich was nach. Machen wir 4 Plates und den Rest wieder Ingots. So, und dann müsste ich, wenn ich jetzt das Ingot da noch rausnehme, auch einen Item Extractor bauen können. Dafür nehmen wir hier noch ein bisschen davon. Und dieses Extractor Item Pipes brauchen wir dafür erst. Die bauen wir so, ohne den Bogen, zack. Dann den Extractor. Das Ganze geht auch für Fluids. Dann möchte ich noch gerne Folgendes tun, nämlich hiermit und damit noch einen Hebel bauen. Oder 4 Hebel. Und dann kann ich schon rübergehen. Und die Farm quasi aktivieren. So, ihr seht oder hört, hier wird fleißig abgebaut, aber hier tut sich noch nicht wirklich was. Ich nehme nochmal das hier an mich, das nochmal ab, setze mal das Ganze hier hin. So, und dann müsste eigentlich mit diesem Hebel sich hier das Ganze bedienen lassen. Item Pipe hier rein, das dahin und dann da ein Redstone-Signal dran. Wahrscheinlich braucht der selbst hier auch noch ein Redstone-Signal. Dann wäre es wahrscheinlich schon gegangen. Ja. Perfekt. Wir fahren Cobblestone. Langsam und gemütlich. Klar, irgendwie Cobblestone kommt immer zusammen, aber so ist es mir doch bedeutend lieber. Ich kann es dann einfach hier rausnehmen. Wir haben das erste Mal etwas automatisiert, was mir sehr gut gefällt. Wir machen jetzt hier noch einen Hebel dran. Wenn uns das irgendwann auf den Senkel geht, dann machen wir hier aus. Und dann macht er auch nichts mehr. Soll aber für den Moment erstmal kein Problem sein. Was wir jetzt auf jeden Fall noch bauen wollen, ist etwas anderes. Und zwar die Pressure Refinery. Die sieht so aus, das wird auch kein Problem. Kupfer haben wir zu Genüge. Zack, zack. Und dann habe ich auch schon wieder vergessen, was sonst noch gefragt war. Ein Ofen war es, glaube ich. Und dann gucken wir nochmal. Kupferblock. Den kriegen wir mal gerade auch noch gecraftet. Zack. Und jetzt fehlt uns wahrscheinlich Eisen. Können wir eigentlich mal gleich. Obwohl, nee, ich will nicht, dass sich was vermischt. Lassen wir es einfach erstmal so. So, die Pressure Refinery. Dafür brauchen wir noch ein bisschen mehr. Und zwar Fluid-Sachen. Eine Fluid-Vessel. Dafür brauchen wir also Iron Plates. Und dann wir brauchen auch noch den Fluid Extractor. Und Fluid Pipes. Dann werden wir hier erstmal so ein paar schöne Plates machen. 4 Stück. Die müssen durchgebacken werden. Machen wir hier.
Vielleicht 2 und 2, geht schneller. Dann brauchen wir Plates, Platecast, und zwar von Eisen. Gehen in der Zwischenzeit schlafen. Können in der Zwischenzeit was trinken. So, wir hätten gerne noch mehr Plates. Das reicht uns nicht. Ich werde noch so ein bisschen was ablegen müssen. Hier mal so langsam von meinem Müll. Das kann da rein, das kann hier wieder zurück. So, die Plates müssten langsam durch sein. Dann können wir hier noch eine Plate rausnehmen, das Blei mit rausnehmen. Dann bauen wir erstmal diese. 8 Stück davon. Ja, wir werden jetzt erstmal noch nicht mehr brauchen. Im Gegenteil, wir machen erstmal das. Zack, 2 Redstone nochmal hier rausgenommen. Redstone. Da war's. Dafür brauchten wir's. So, jetzt gehen wir her und bauen die Pressure Refinery mal auf. Ich habe noch, glaube ich, habe ich noch Kupfer in der Tasche. Das wäre sehr elegant. Ein zu wenig. Denn diese Pressure Refinery, die kann so ein bisschen aufgewertet werden. Sag ich mal. Sollten die Cluster dann mal durchbraten. Die hier könnte ich mal zurücklegen. Cluster mal durchbraten hier, damit auch wieder Kupfer am Start ist. Ein weiteres Kupfer. Ich hoffe, es lässt sich kombinieren. Ansonsten müssen wir gleich ein anderes Kupfer bauen. Nein, es geht. Wir gehen auf jeden Fall rüber, bauen die Anlage mal auf. Ja, wenn ich auch wüsste, wo ich wohne, dann würde ich auch mal eleganter dahin fliegen. So. Die Anlage läuft hier fröhlich vor sich hin und hat in ein paar Minuten 122 Cobblestone gefarmt. Das freut mich außerordentlich. Wir werden jetzt hier noch ein bisschen mehr Lava ausstreuen, denn so eine Pressure Refinery funktioniert besser, wenn sie mit Lava umgeben wird, beziehungsweise wenn Hitze in der Nähe ist. Und Hitze erzeugen wir jetzt in dem Fall am besten durch Lava. Wir bauen mal die Pressure Refinery hier oben drauf. Da seht ihr auch schon, ist wieder mal ein Multiblock. Habe ich einmal Wasser? Hab ich noch. Dann legen wir mal. Nein! Boah. Es ist gut, dass ich nachher immer Wasser hatte. Den wollte ich nämlich eigentlich nur ablegen. Diesen Eimer Wasser. Um dann mit 2 Eimern Lava durch die Gegend laufen zu können. So. Also 2 Eimer Lava wollte ich mitnehmen. Und wie gesagt, ich baue das immer gerne zu, damit man sich orientieren kann, wo denn hier Lava entnommen wurde und wo nicht. So. Wir müssten auch mal wieder was essen, damit wir regenerieren. Boah, jetzt nämlich nochmal so einen Spaß machen mit der Lava gerade. Warum habe ich jetzt da 2 Hebel auf dem Boden gebaut? Das erschließt sich mir irgendwie nicht ganz. So, dann habe ich da was rausgenommen. An der Stelle. Und an der Stelle, danke sehr. Und wieder zurück nach Hause. Komm schon näher ran. Mit der Sling. So. Für die Pressure Refinery brauchen wir jetzt noch so ein paar Sachen. Wir haben Fluid Pipes und Item Pipes. Wir könnten wahrscheinlich am besten mal hier noch eine eigene Workbench bauen. Die hier aufstellen. In der Workbench vielleicht noch eine Kiste bauen. Und
Kiste stellen wir hier auf. Vielleicht ein Stück von der Lava weg. Dann packen wir unser Ember rein. Aber ich würde sagen, diese Pressure Refinery in Betrieb zu nehmen, das machen wir dann in der morgigen Folge, nämlich am Sonntag. Und wenn alles glatt läuft, dann könnt ihr mal abends gucken. Also der Peter wird zum Beispiel auf jeden Fall streamen. Ich denke mal, sowohl Time als auch Mage, vielleicht nur Mage, keine Ahnung. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Es besteht eine gewisse Chance, dass ich irgendwie auch mitstreame oder vielleicht heute Abend sogar schon streame. Behaltet da vielleicht einfach mal Twitter im Auge. Das ist immer eine ganz gute Quelle, um rauszufinden, wer wann wo irgendwie streamt. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch recht herzlich fürs Zusehen und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bei Minecraft Mage. Tschüss!